das regelmäßige Vieleck. Wir starten wieder mit unserem Kreis und dem berühmten Kreuz und dem M in der Mitte. Jetzt kommen wir auf was wir vorher gemacht haben, und zwar teilen wir die Strecke. Und zwar in so viele Stücke, wie wir später Ecken haben wollen. Jetzt benötigen wir zwei Schnittpunkte. Diese Schnittpunkte ergeben sich durch zwei Kreise, die wir jeweils von dem unteren Quadranten durch den oberen Quadranten und den oberen Quadranten durch den unteren Quadranten. Jetzt nummeriere ich die Punkte zur Übersicht von unten nach oben von 1 bis 11. Jetzt nehmen wir jeden zweiten Punkt auf der Hauptstrecke, also 2, 4, 6, 8 und 10 und ziehen von dem linken Schnittpunkt eine Linie durch den jeweiligen Punkt bis auf den Kreis. Die nun entstandenen Punkte werden mit den Buchstaben wieder beschriftet. Nun haben wir die eine Hälfte unseres Vielecks fertig. Um die andere Ecke des Vielecks zu zeichnen, brauchen wir den anderen Schnittpunkt. Wir nehmen wieder die gleichen Punkte, also 10, 8, 6, 4 und 2 und ziehen eine Linie von dem rechten Schnittpunkt durch diese Punkte bis auf unseren Ursprungskreis. Dadurch ergeben sich die anderen Ecken unseres Vielecks. Wenn wir dann alle Linien verbunden haben, haben wir ein perfektes Vieleck.